Lieber Herr Professor Hochreiter, lieber Sepp, die ganze Welt spricht von künstlicher Intelligenz und jeder hat schon so ein Beispiel für sich, wo er glaubt, das ist künstliche Intelligenz, da findet es schon Anwendung. Unser Format heißt Zukunft neu denken. Was du als Experte auf dem Gebiet, was würdest du sagen, was wird kommen, womit wir vielleicht gar nicht so rechnen? Fangen wir an mit was wir rechnen, das ist erst sowas wie autonomes Fahren. Forschen wir auch ganz stark mit verschiedenen Automobilfirmen. Das wird kommen, wobei nicht klar ist, wird die Automobilfirma mehr ein Handyfirma? Ist es nur ein großes fahrendes Handy oder ist es wirklich noch ein Auto, weil ich denen gesagt habe, sie sind keine Autohersteller mehr, sie sind große Handyhersteller, die mobil sind. Das wird kommen, und wobei dieses Handy, das vielleicht das Auto steuert, auch vielleicht das Haus steuert. Aber viel spannender ist... Smart Home, Smart City, diese Themen. Das wird das sein, weil wenn ich daheim weiß, ich habe erhöhte Temperatur, gehe ich ins Auto rein, das Auto weiß auch sofort, ich habe erhöhte Temperatur, muss die Temperatur anpassen, dann merkt er da am Parkplatz vor der Apotheke, sagt, ich halte dort, hat aber schon mit den KI in der Apotheke geredet und gesagt, habt ihr noch diese Grippe-Dings da auf Lager? Das liegt schon parat, der geht rein, nimmt das und es fährt weiter. Das, glaube ich, fasst man unter Internet of Things zusammen. Ja, genau. Genau, wo die alle miteinander schon in Kontakt sind. Aber jetzt mit der KI noch mehr, was noch kommen wird. Also wir haben jetzt schon die Personal Assistance, aber es wird noch viel interessanter werden. Sag mal, du bist ganz schüchtern, gehst in eine Kneipe rein, da sitzt ein hübsches Mädel. Du traust dich nicht ansprechen. Was wird das Handy zu dir sagen? Hey, du, sprich du die an, das ist doch genau eine, auf die du stehst. Und dann sag ich, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hey, ich habe was in der Zeitung gelesen, das wäre ein guter Spruch. Oder den Pullover, den sie anhat, den weiß ich, den hat sie da und da gekauft, den kannst du doch ansprechen. Ich gebe da schon einen Spruch. Und dann Leute, die vielleicht schüchtern sind, die vielleicht depressiv sind, werden dann gecoacht von solchen Handys. Es gibt auch die Mädels. Also die künstliche Intelligenz als Coach für das Leben. Genau, der hilft mir immer, ist wirklich mein persönlicher Berater. Auch soll ich einen Vertrag abschließen. Aber auch persönlich, ich bin mal down und da gibt man, also da läuft was im Kino, der hilft mir. Wie, früher hat es immer gegeben, den besten Freund, ich habe den besten Freund. Das kann mal irgendwann das Handy sein und die Leute, die haben nicht mehr die Depressionen. Die gehen rein und sind happy. Die wissen, was mit ihrer Freizeit anfangen. Gibt es schon Firmen, die auf diesen Konzepten arbeiten und sowas schon anbieten wollen? Oder ist das noch ganz Zukunftsmusik? Es gibt Leute, die es anbieten wollen, zum Beispiel das IBM Watson, aber das ist ein totaler Blödsinn. Also Watson ist ja total schief gegangen. Es versucht gerade Facebook und Google, die sind auf dem richtigen Weg. Da könnte was rauskommen eher, aber die möchten da hingehen. Die möchten wirklich da mehr Intelligenz reinbauen. Also manche sagen ja, Google ist nur noch eine riesen KI-Firma, eine künstliche Intelligenz-Firma und die machen gar nichts mehr anders. Und natürlich Facebook ist hinterhergekommen. Facebook hat ja ganz was Tolles auch gemacht, wird auch kommen. Die versucht, in Text reinzugehen, Text verstehen. Und das ganze menschliche Wissen liegt als Text vor. Wenn ich eine künstliche Intelligenz habe, die Zugriff hat auf Text, den Text versteht, hat Zugriff auf all menschliches Wissen. Wir haben alle unsere Lehrbücher sind niedergeschrieben, unsere Gesetzestexte und so weiter. Das ist wirklich Zukunft, ganz neu denken. Ob es beim Recht ist oder nicht, soll jeder entscheiden. Ich danke dir für diese Antwort. Herzlichen Dank. Bitte.